Erfolg zu haben, maximieren wir dadurch, dass wir den Buchstaben nehmen, der am häufigsten vorkommt. Also die Wahrscheinlichkeit, dann zum Beispiel Buchstaben E zu kriegen, ist ja genau die relative Häufigkeit von Es in englischem Text. Denn wenn wir jetzt irgendwo aus dem Text ein Zeichen, einen Buchstaben rausgreifen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein E ist, eben gerade die relative Häufigkeit. Wir haben das ja mathematisch formalisiert als Wahrscheinlichkeitsraum. Und dann gesagt, der Wahrscheinlichkeitsraum besteht aus Elementarereignissen oder Ausgängen. Das sind in unserem Fall also die interessierenden Einheiten, in unserem Fall die Buchstaben. Jedem Elementarereignis wird eine Elementarwahrscheinlichkeit zugeordnet, die einfach die relative Häufigkeit dieses Buchstabens wiedergibt. Also eigentlich bei der Wahrscheinlichkeitstheorie, für uns ist es im Wesentlichen Formalismus, der uns erlaubt, mit relativen Häufigkeiten zu rechnen. Bis jetzt können wir halt noch nicht viel rechnen, aber das werden wir heute sehen, wie man ein bisschen interessantere Sachen dann machen kann damit. Man kann so einen Wahrscheinlichkeitsraum einerseits einfach als eine Aufzeichnung relativer Häufigkeiten sehen. Es gibt aber immer auch die Interpretation als ein Zufallsexperiment. Das heißt, um sich ganz klar zu werden, was Wahrscheinlichkeiten bedeuten, hilft es oft, sich klarzumachen, welches Zufallsexperiment hinter einem gewissen Wahrscheinlichkeitsraum steckt. Und in unserem Fall ist es eben wieder das Zufallsexperiment, dass wir aus englischem Text einen zufälligen Buchstaben rausgreifen, aus einem langen Zusammenhang, also einer großen Menge von Text, zufällig einen Buchstaben rausgreifen. Und dann ist klar, die Wahrscheinlichkeit, das E zu treffen, ist eben diese 12,5% Es, die in den ganzen Texten vorkommen. Das war also, hat uns dazu geführt, dass wir mit E anfangen. Angenommen, wir sind erfolgreich und bekommen diesen Buchstaben, dann hatten wir noch überlegt, was ist der nächste Schritt, wenn Sie, haben gleich gesehen, was das Sinnvollste ist. Ein ganz naives Computerprogramm würde, dann könnt ihr natürlich den bisherigen Formalismus weiterverwenden und sagen, okay, es können ja noch mehr Es in dem Wort vorkommen, also rate ich wieder irgendwo ein E, oder ich könnte irgendwo eine Position rausgreifen, um T zu raten, das ist nämlich der zweithäufigste, T raten ist der zweithäufigste Buchstabe. Ihr könnt mir auch sagen, gut, wenn man schon ein oder zwei Vokale hat, dann suchen wir jetzt erstmal einen Konsonanten. Sie haben aber sofort gesehen, dass es schlauer ist, Kontextinformationen zu nutzen. Und was können wir an vier möglichen Positionen machen? Also könnte natürlich indirekt Kontextinformationen auch sagen, auch hier haben wir Kontextinformationen, nämlich dass zwei Positionen später ein E steht. Wir wollen aber mal die einfachste Art von Kontextinformationen nehmen, da wo auch den klarsten, wo man erwarten kann, den klarsten Effekt zu sehen. Nämlich, wenn ich die Position direkt vor oder nach einem schon aufgedeckten Buchstaben nehme. Also entweder schaue, was könnte vor dem E stehen oder was könnte nach dem E stehen, was könnte vor dem H stehen oder nach dem H stehen. Wir werden jetzt nachher noch sehen, also was das Ziel ist, jetzt rauszukriegen, auch wieder einen Wert rauszukriegen, uns erlaubt, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Und da diese Werte Wahrscheinlichkeiten damit vergleichbar sind, wird uns das auch erlauben zu entscheiden, welche dieser vier möglichen Positionen am besten geeignet ist. Wir beschränken uns jetzt mal der Einfachheit halber auf die um das H rum. Wenn man alles mit allen vier durchmachen würde, würde man sehen, dass tatsächlich das H mehr Informationen liefert über die umliegenden Buchstaben als ein E. So. Gut, was wir jetzt also brauchen, sind wieder Häufigkeitsinformationen. Dieses Mal aber, wenn ich wissen will, was vor einem H steht, brauche ich ja offenbar Häufigkeitsinformationen über Bigramme von Buchstaben, also jeweils zwei aufeinanderfolgende Buchstaben. Gut, das ist kein Problem, dafür können wir uns auch einen Wahrscheinlichkeitsraum definieren. Wir brauchen jetzt also einen anderen Wahrscheinlichkeitsraum. Wir wollen jetzt ja die Wahrscheinlichkeit oder relativen Häufigkeiten von Buchstaben Bigramm, also von Buchstaben H, erfassen. Also sind die Elemente des Wahrscheinlichkeitsraums solche Buchstabenpaare. Wir haben jetzt also nicht mehr 26 Elemente, sondern 26 im Quadrat. Das wäre eine ganze Menge, ich glaube 676 oder sowas. Ja, 676 Buchstaben Bigramme. Also ein wesentlich größerer Wahrscheinlichkeitsraum. Und denken Sie daran, im Wahrscheinlichkeitsraum wird jedem Outcome, jedem Ausgang, jedem Element eine mehr oder weniger beliebige Elementarwahrscheinlichkeit zugewiesen. Also wir können die nicht aus anderen Wahrscheinlichkeiten berechnen oder so, sondern die sind eigentlich beliebig. Die einzige Bedingung war ja, dass sich die Wahrscheinlichkeiten alle zu 1 aufaddieren müssen, damit das Ganze als Zufallsexperiment interpretierbar ist. Auch hier machen wir uns wieder klar, was ist die Interpretation, beziehungsweise machen wir uns
nicht nur kurz klar, was die Interpretation als Zufallsexperiment ist. Das richtig zu verstehen, ist nämlich auch wichtig, um dann richtig mit dem umgehen zu können. Also das Zufallsexperiment wenn wir so einen Text haben, in unserem ersten Wahrscheinlichkeitsraum bestand das Zufallsexperiment ja darin, einen zufälligen Buchstaben aus Text auszuwählen, also zum Beispiel diesen Buchstaben. Und wenn wir das ein zweites Mal durchführen, dann könnten wir diesen Buchstaben erwischen. Bei unserem Bikram-Wahrscheinlichkeitsraum sind die Ergebnisse ja Buchstabenpaare, also was wir hier zufällig auswählen, ist ein Paar von Buchstaben. Und zwar wählen wir das als Block aus, also nicht erst einen, dann den nächsten gewissermaßen, sondern wir suchen uns eine Position und nehmen dann das Paar, das da steht. Ja. Macht das nicht auch einen Unterschied, ob das am Anfang oder am Ende des Wortes ist eigentlich? Bitte vergessen Sie für heute noch, dass es Wortanfänge und Wortenden gibt. auf einer der nächsten Folien steht, wir ignorieren dieses Problem mit den Wortanfängen und Wortenden. Wir stellen uns mal vor, dass die Wörter, ich hätte was nehmen müssen mit langen Worten, dass wir sehr lange Wörter haben und irgendwo eher in der Mitte der Wörter sind. Also eine Möglichkeit, Wortanfang und Wortende zu vermeiden, und das würde man wahrscheinlich als praktischer Computerlinguist auch machen, ist, dass wir einen 27. Buchstaben hinzunehmen, nämlich das Leerzeichen, und einfach zwischen Wörter Leerzeichen schreiben. Und das heißt, dann könnten wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch das Leerzeichen kriegen und die Bigramme. Ein Bikram am Wortanfang wäre dann zum Beispiel Leerzeichen gefolgt von einem S. Also so würde man es eigentlich machen. Das könnte man eventuell auch mit das Beispiel umarbeiten, dass man die Leerzeichen, aber die Buchstaben sind halt schöner zu schreiben, als wenn man auch Leerzeichen drin hat. Also vergessen wir im Moment mal, dass es Wortanfang, Wortende gibt. Stellen sich immer vor, wir sind im langen Wort und liegen irgendwas in der Mitte raus. So, also hier, so sieht unser Wahrscheinlichkeitsraum aus. Ich hatte ja letzte Woche diese relative Häufigkeit aus dem Brown-Korpus bestimmt, als Annäherung an die tatsächlichen relativen Häufigkeiten im Englischen. Das ist auch immer was. Darauf werden wir erst in 3 bis 4 Wochen zurückkommen. Was die Wahrscheinlichkeiten, über die wir hier sprechen, sind die relativen Häufigkeiten. Was wir damit meinen, sind immer die relativen Häufigkeiten in der Sprache. Wir hatten ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass sich Sprache nicht wirklich gut operationalisieren oder vollständig erfassen lässt. Also was wir eigentlich dann verwenden für Berechnungen, sind Schätzwerte für diese Wahrscheinlichkeiten, nämlich die relativen Häufigkeiten, die wir aus dem geeigneten Trainingskorpus bekommen. Ich habe jetzt letzte Woche das Brown-Korpus verwendet, weil wir auch weiterhin verwenden. Das führt natürlich zu gewissen Einschränkungen. Da ist zum Beispiel keine gesprochene Sprache enthalten. Das sind eigentlich auch keine spontan geschriebenen Texte, sondern sind alles redigierte Texte, die da enthalten sind. Das heißt, für gesprochene Sprachen zum Beispiel stimmen die Buchstabenhäufigkeiten vielleicht nicht mehr exakt. Und es ist immer eine gewisse Unsicherheit drin. In dem Fall aus dem Brown Corpus kann ich natürlich die Häufigkeit von englischen Buchstaben, Bigrammen, schon ziemlich gut abschätzen. Wenn man aber zu größeren Strukturen, von syntaktischen Strukturen, Häufigkeiten von Wort-Bigrammen aus aufeinanderfolgenden Wörtern, dann ist das Korpus völlig unzureichend. Egal wie groß das Trainingskorpus ist, werden wir sehen, ist eigentlich immer unzureichend. Das ist was, womit wir uns dann in den 2 nächsten Sitzungen intensiver beschäftigen werden. Also im Moment gehen Sie mal davon aus, dass wir hier die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten bestimmt hätten, obwohl wir nur ein endliches Trainingskorpus haben. Hier sind ein paar Beispiele, also das Bigramm AT hat eine Wahrscheinlichkeit von 1,45%. Das heißt, wenn ich so ein Zufallsexperiment mache, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit, dass das Bigramm, das ich zufällig rausgreife, genau AT ist. Oder eine Wahrscheinlichkeit von 3,4%, dass ein Bigramm TH ist. Das deutet schon darauf hin, dass TH bei unserem H-Kontext vielleicht eine ganz gute Wahl sein könnte. So. Das Schöne, mathematisch Schöne ist, dass die ganzen Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsräumen weiterhin gelten. Ich habe den jetzt zwar anders, also mit völlig anderen Elementen definiert, aber nachdem ich Elementarwahrscheinlichkeiten zugewiesen habe, die sich zu 1 aufaddieren, kann ich alles andere, was wir darüber gelernt haben, übertragen. Und wir können unsere üblichen Rechnungen drin machen. Und jetzt kommen wir auch an den Punkt, wo es interessant wird, mit Ereignissen zu arbeiten. Also letztes Mal hatte ich Ihnen ja da so etwas künstliche Beispiele genannt, ein Vokalereignis, ein Verschlusslautereignis und sowas, weil sich über den Wahrscheinlichkeitsraum von Buchstaben jetzt nämlich sehr Interessantes definieren lässt.
Jetzt ist nämlich so, wir brauchen jetzt für den ersten Schritt in dem Spiel einen Wahrscheinlichkeitsraum für Unigramme, also einzelne Buchstaben. Im zweiten Schritt einen Wahrscheinlichkeitsraum für Bigramme, also Buchstabenpaare. Das ist zumindest doch etwas unschön, dass wir für jeden Schritt eigentlich einen anderen Wahrscheinlichkeitsraum brauchen. Und wenn Sie sich ein bisschen überlegen, was dieses Experiment bedeutet und wieder diese ganzen, diese unangenehmen Sachen mit dem Wortanfang und Wortende ignorieren, dann können wir diese Wahrscheinlichkeit von Unigramm auch aus dem Bigramm-Wahrscheinlichkeitsraum ablesen. Ich hatte vorhin gesagt, wir können die Elementarwahrscheinlichkeiten nicht berechnen in dem Bigramm-Raum irgendwie aus den einzelnen Buchstaben. Was wir aber können, ist, wenn wir die Bigramm-Wahrscheinlichkeiten alle kennen, dann können wir auch die Wahrscheinlichkeiten von Unigrammen bestimmen. Denn was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, sagen wir mal, ein A bekomme? Naja, das ist doch die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das A rausgreife, muss dann nachher irgendein anderer Buchstabe stehen. Also ist diese Wahrscheinlichkeit für ein A die Wahrscheinlichkeit dafür, dass nach dem A noch ein A steht, plus die Wahrscheinlichkeit, dass danach ein B steht und so weiter. Das sind ja verschiedene Ausgänge, also sozusagen unvereinbare Ereignisse, deswegen hat dabei auch diese Additivitätsregel. Also man könnte auch sagen, das Ereignis, dass ich ein A bekomme, ist eigentlich die Menge der Elementareignisse, wo ich als erstes ein A habe und als zweiten Buchstaben was beliebiges. Am Wortende gilt das halt nicht mehr exakt, aber mit diesem Trick, dass ich das Leerzeichen mit reinnehme, würde ich dann eben auch zum Beispiel dieses A hier mit korrekt mitzählen. Dann hätte ich immer noch das Problem, dass ich einen Textanfang und Textende habe, wo ich kein Leerzeichen mehr kriege. Also Sie sehen, da gibt es so ein paar haarige Sachen, Situationen. Wir werden in den nächsten beiden Sitzungen dann aber einen etwas anderen Ansatz sehen, auch auf Wahrscheinlichkeitsräumen basieren, mit dem wir das dann richtig sauber behandeln können. Also das ist die Grundidee. Das heißt, wir können den Buchstaben A, also das Ergebnis, ich kriege ein A, gleichsetzen mit diesem Ereignis, also A, dieses A-Stern, das ist meine Spezialnotation, das ist keine Standardnotation, sondern eine Abkürzung für das Ereignis aus allen Bigrammen, bei denen der erste Buchstabe ein A ist. Ich müsste es natürlich nicht als ersten Buchstaben nehmen, ich könnte genauso gut natürlich alle Fälle, alle Bigramme aufaddieren, wo der zweite Buchstabe ein A ist. Damit kriege ich natürlich auch irgendwann alle A's, wenn wir wieder die Anfänge und Enden vergessen. Ich könnte es auch als ein Ereignis Stern A definieren oder hier mal ein anderes Beispiel, Stern H. Das wäre die Wahrscheinlichkeit von A, kann ich definieren, als die Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise die Summe über diese Elementarwahrscheinlichkeiten. Und die Definition der Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis war ja genau die Summe. Deswegen kann ich das Ereignis A Stern oder mit dem Buchstaben A in dem Unigrammraum gleichsetzen und Stern H mit dem Elementareignis H in dem Unigrammraum. Und insbesondere ist es egal, ob ich es vorne oder hinten mache, also die Wahrscheinlichkeiten sollten immer gleich rauskommen, wenn ich dann einen entsprechend konsistenten Raum habe. So. Und Sie sehen, jetzt ist es auch, die kann ich jetzt ja noch aufschreiben, also ich habe hier ein bisschen Kurznotation genommen, eigentlich sind es ja 26 Elemente, die ich notieren muss. Jetzt ist es schön, dass wir noch komplexere Ereignisse über Mengenoperationen zusammenstellen können, wenn ich zum Beispiel dass er die Wahrscheinlichkeit von einem Vokal haben möchte. Das war ja, wir haben ja letzte Woche definiert, das Vokalereignis AV war einfach die Menge der fünf Vokale, das Elementareignisse. Jetzt in unserem Bigrammraum sind es keine Elementareignisse mehr, sondern komplexe Ereignisse. Also nehme ich hier nicht die Menge, sondern die Vereinigung von denen. Hätte ich hier auch machen können, wenn ich diese Elementareignisse als Mengen der Größe 1, der Kardinalität 1 auffasse, dann könnte ich diese Menge auch als Vereinigung schreiben. Und entsprechend kann ich dann ein Konsonantenereignis dadurch definieren, dass ich zum Beispiel das Komplement von einem Vokalereignis bilde. Also das ist ja, dass dieses Ereignis besteht aus allen Bigrammen, wo an zweiter Stelle ein Vokal steht. Und das Komplement sind natürlich alle Bigramme, die nicht diese Eigenschaft haben, also wo an zweiter Stelle ein Konsonant steht, damit habe ich dieses Ereignis. Und wenn ich jetzt auch noch so Silbenmuster mir anschauen möchte, dann kann ich zum Beispiel durch Schnittmengenbildung von Vokal an erster Position, Konsonant an zweiter, das Ereignis Vokal gefolgt von Konsonant bilden. Hier ist natürlich V-Stern und Stern-V nicht mehr gleichwertig, das bestimmt ja, wie was ich als erste und zweite Position bei der Schnittmenge.
Ich denke, das ist alles klar. Also, jetzt können wir schauen. Schauen wir mal den Slot direkt vor H an. Im Endeffekt zeigt sich, dass wir da tatsächlich die beste Vorhersage machen können, also den Buchstaben vor dem H. Jetzt ziehen wir uns, jetzt kommen natürlich nur noch die Bigramme in Frage, bei denen an zweiter Stelle ein H steht. Wir schauen uns also die an und sortieren die nach Häufigkeit und finden, dass tatsächlich TH bei weitem das häufigste ist mit 3,7%. Das nächsthäufigste CH hat schon noch 0,6%, WH 0,4% und so weiter. Bestätigt also meine Vermutung, dass wir zumindest, wenn wir diesen Slot nehmen, am besten damit fahren, wenn wir einen T raten. Jetzt gibt es mathematisch aber noch ein Problem, wenn wir jetzt rein nach den Wahrscheinlichkeiten, die Regel war ja, mache das, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Wie wir später nochmal diskutieren werden, ist das nämlich genau unsere Erfolgschance. Also auch generell gilt, die Wahrscheinlichkeit, die so ein Modell vorhersagt, ist auch eine Vorhersage dafür, dass das Modell richtig liegt. Also sozusagen auch selbst ein Qualitätskriterium, ein inhärentes Qualitätskriterium. Wenn wir nämlich jetzt stattdessen an anderer Stelle ein E raten würden, haben wir doch vorhin gesehen, da haben wir eine Erfolgschance von 12,5%. Also was hier steht, diese Wahrscheinlichkeit, selbst ein T oder ein A zu raten, an beliebigen Stelle hat auch eine viel höhere Erfolgschance als diese Bigramm-Wahrscheinlichkeit. Ist klar, was der mein Denkfehler jetzt hier ist, wenn ich so argumentiere? Wenn Sie nochmal, gehen wir gerade nochmal zurück zu dem, da kann ich Ihnen zeigen. Also uns geht es jetzt um diese Stelle. Die Wahrscheinlichkeit von 3,6% für das Bigramm TH ist ja die Wahrscheinlichkeit, wenn ich irgendwo, sagen wir mal hier, zwei Buchstaben rausgreife, dass ich genau das Bigramm TH kriege. Da könnte aber auch ST stehen oder DA oder sonst irgendwas. Aber wenn ich jetzt mich um diese Position geht, da weiß ich ja, dass an zweiter Stelle ein H stehen muss. Das heißt, es geht mir um die Wahrscheinlichkeit, wenn es gerade auf diese Position fällt, was dann die wahrscheinlichsten Buchstaben sind. Das heißt, ich weiß ja, dass ein H stehen muss. Die Ausgänge, wo an zweiter Stelle kein H steht, die interessieren uns eigentlich gar nicht. Im Wahrscheinlichkeitsraum, versuchst mal, im Wahrscheinlichkeitsraum darzustellen. Also das ist unser Bigramm-Raum Omega und genau, dann habe ich hier, ich stelle das mal so, das TH als einen großen Punkt, dann stelle ich eine kleine Menge dar. Das ist eigentlich jetzt ja nur ein Ereignis, aber eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. So, und was wir uns jetzt gerade anschauen, ist die Wahrscheinlichkeit im gesamten Wahrscheinlichkeitsraum. Aber relevant sind ja eigentlich nur die Ereignisse, wo an zweiter Stelle ein H steht, also die Teilchen, die Sternen H. Das heißt, was ich mir eigentlich doch anschauen sollte, was ist die Wahrscheinlichkeit von TH relativ zu diesem Stern H? Also gegeben, dass an zweiter Stelle das H steht, das ist ja gesetzt hier. Wenn ich das sozusagen, sage ich mir, das sind nämlich die Fälle, wo das Zufallsexperiment uns so eine Position liefert, dann muss ich relativ zu diesem Ereignis Stern H berechnen. Zurückkommen. Genau. Also, wir hätten, wenn wir nur die Bigramm-Wahrscheinlichkeiten anschauen, dann aber anders ausgedrückt, eigentlich unser Vorwissen, nämlich dass an zweiter Stelle in H steht, ignoriert und das macht keinen Sinn. Deswegen sind die Wahrscheinlichkeiten so niedrig. Und wie wir hier schon gesagt haben, das Vorwissen kann man als ein Ereignis ausdrücken. Also, eigentlich wollen wir wissen, gegeben, dass Ereignis Stern H eintritt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem Zufallsexperiment dann auch TH eintritt. Und dann liegt es nahe, wie man so eine relative Wahrscheinlichkeit berechnet, nämlich als Verhältnis der Zielwahrscheinlichkeit TH von Bigramm zu der Vorwahrscheinlichkeit. Also sozusagen unter allen, man kann sich das auch so vorstellen, wir haben dieses Zufallsexperiment, der Wahrscheinlichkeitsraum gestaltet alle möglichen Ausgänge. Uns interessieren aber nur die, wo wir diese Position vor dem H erwischen. Das ist die blaue Menge. Also uns interessiert eigentlich nur diese Teilmenge des Wahrscheinlichkeitsraumes. Und jetzt habe ich insgesamt eine Wahrscheinlichkeit von 3,7%, dass ich ein TH kriege. Ich will aber nur schauen, was ist der Anteil dieser Ereignisse unter
der Teilmenge Sternhaar hier, die eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 5,5% hat. Also das ist eigentlich gar nicht so viel größer, wenn man die Wahrscheinlichkeitsmasse betrachtet, als die, das Ereignis TH. Und ich denke, dann ist klar, dann muss ich das und das ins Verhältnis setzen. Also vielleicht wäre es klarer, wenn ich das jetzt passender gemalt hätte. Das TH muss eigentlich so sein. Und dann sieht man, dass es jetzt eben doch einen großen Teil der Vorkommen ausmacht. Auf Basis meiner Daten zum Brown Corpus ungefähr 66,8%. Das heißt jetzt, wenn wir hier korrekt berechnen, die Wahrscheinlichkeit von T vor einem H, dann kriegen wir eine Wahrscheinlichkeit von 66,8%. Und das ist ja eine sehr gute Erfolgsquote, weit höher als die Wahrscheinlichkeit für das H. Genau. Und sowas nennt man in der Statistik, in der Wahrscheinlichkeitstheorie, eine bedingte Wahrscheinlichkeit, also Englisch Conditional Probability. Der erste Teil ist sozusagen das Zielereignis, für das ich die bedingte Wahrscheinlichkeit berechnen will. Der zweite Teil hinter dem senkrechten Strich ist die Vorbedingung. Man sagt auch, dass es konditioniert ist durch die Vorbedingung. So. Gut, damit hätten wir den zweiten Schritt. Ich muss aber... Ich will vielleicht erst nochmal die allgemeine Definition von der bedingten Wahrscheinlichkeit ansprechen. Also allgemein geht es ja um die bedingte Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis A. Das male ich mal hier hin, das ist Ereignis A. Gegeben ein Ereignis B, das ist unser blaues Ereignis. Gerade eben hat es Sinn gemacht, weil das Ereignis A, das TH, ein Teil von dem blauen Ereignis war. Das heißt, ich will unter allen Ereignissen, die mir B liefern, wie viele davon liefern mir ja, das TH, also was ist das Sonderfall. Wenn ich jetzt das für zwei allgemeine Ereignisse definiere, dann habe ich natürlich ein Problem, denn ich kann jetzt nicht einfach die Wahrscheinlichkeit A durch die Wahrscheinlichkeit von B teilen, die könnte ja sogar größer sein, weil es viele Sachen, Fälle gibt, wo das A vorkommt, aber nicht das B. Das heißt, was ich eigentlich ja berechnen will bei der bedingten Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich das Experiment mache und sehe, dass Ereignis B eintritt, wie wahrscheinlich ist es, dass dann auch A eintritt? Also ich will die Wahrscheinlichkeit von auch A gegeben B wissen und dieses auch A heißt, dass beide eintreten. Das heißt, ich muss mir hier die Schnittmenge anschauen. Also was ich berechne, ist die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten mit B, dass beide vorkommen, gegeben, dass B eintritt. Und damit kommen wir auf diese allgemeine Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. Wir haben gerade den Spezialfall gesehen, wo A und B enthalten ist. Wenn es nicht gilt, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von B. Sollen wir nicht gerade ein bisschen langsam machen, aber das ist natürlich diese Definition ist für die nächsten 5 Wochen eigentlich entscheidend. Also es lohnt sich, die mal lange ins Auge einbrennen zu lassen. Wenn wir jetzt überlegen, jetzt sehen Sie an dieser Formel, dass wir jetzt eigentlich diese Wahrscheinlichkeit, dass für ein T vor dem H, noch intuitiver schreiben können, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Bigramm an erster Stelle ein T steht, gegeben, dass an zweiter Stelle ein H steht. Das ist nämlich die Menge aller Bigramme, die an zwei Stellen H haben. Das ist die Menge aller Bigramme, die an erster Stelle T haben, also unser Ereignis H. Wenn ich die Schnittmenge bilde, dann bleibt tatsächlich nur das TH übrig. Deswegen berechnen wir hiermit genau die gleiche bedingte Wahrscheinlichkeit. So, und ich hoffe, dass man jetzt sieht, dass man mit dem Formalismus allmählich was gewinnt. Mit dieser Notation kann ich jetzt auch in komplexeren Situationen relativ intuitiv bedingte Wahrscheinlichkeiten anhand des Kontexts sogar berechnen. Hier ist nochmal eine andere Sichtweise auf bedingte Wahrscheinlichkeiten, die vielleicht nochmal illustrieren soll, was passiert. Also das hier ist eine nicht bedingte Wahrscheinlichkeit. Das X soll hier ein Platzhalter für ein beliebiges Zeichen, für beliebigen Buchstaben sein. Also in unserem Bigrammraum das Ereignis X Stern, hier für Wahrscheinlichkeit von A Stern, B Stern, E Stern und so weiter. Also hier sehen Sie einfach nochmal die Buchstabenwahrscheinlichkeiten. Also 12,5% für E, 9% für A und so weiter. Also Sie sehen schon, die Buchstaben sind tatsächlich ja relativ ungleich verteilt. Wir hatten mal die Tabelle letzte Woche, aber noch keine Visualisierung. Es gibt so ein paar ganz häufige, es gibt eine ganze Menge, die so eine Häufigkeit von 2-5% haben.
Und dann gibt es noch ein paar wie J, Q, X und Z, die im Englischen extrem selten vorkommen. Interessante Information. So, man kann jetzt die bedingte Wahrscheinlichkeit sehen, also wie viel als Informationsgewinn, den wir durch den Kontext bekommen. Also wenn ich mir jetzt die bedingten Wahrscheinlichkeit x Stern konditioniere auf die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite Position, darauf, dass die zweite Stelle in H steht, dann verändern sich natürlich diese Wahrscheinlichkeiten. Also es werden manche Systeme natürlich wahrscheinlicher werden, andere, die kaum mal vorm H stehen, werden weniger wahrscheinlich werden. Und dazu, so kann man jetzt visuell sehen, wie sich das eigentlich verändert. Und Sie sehen, in dem Fall haben wir natürlich eine ganz drastische Veränderung. Die Wahrscheinlichkeitsmasse, man spricht ja auch, weil man eigentlich eine Wahrscheinlichkeit, Gesamtwahrscheinlichkeit von 1 hat, die auf die verschiedenen Elementareignisse aufgeteilt wird, spricht man auch gerne von Wahrscheinlichkeitsmasse. Also man kann sich das vorstellen wie ein Kuchen, der irgendwie aufgeteilt wird. Das T hat jetzt bei weitem das größte Stück abgekriegt. Und wir haben jetzt ganz viele Buchstaben, die wir mehr oder weniger ausschließen können. Die gar nicht vorkommen, haben eine Wahrscheinlichkeit von 0 oder nach Rundung so eine niedrige Wahrscheinlichkeit, dass sie hier weggelassen wurden in der Grafik. Also das Bild wird zum Schluss nochmal kommen. Ist es intuitiv klar, was das bedeutet? Das werden wir uns nochmal anschauen. Das heißt natürlich auch ein Kriterium für die Güte des Kontextes. Also wenn Sie visuell schauen wollten, welche von den 4 möglichen Positionen vor oder nach dem E oder vor oder nach dem H möchte ich denn nehmen, dann können Sie entsprechende bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnen, wie hier, und würden dann sehen, dass wir hier eben diese starke Konzentration auf dem T haben und bei anderen Kontexten ist viel weniger spezifisch wird die Verteilung, also noch gleichmäßiger verteilt ist. Eine Nebenbemerkung, die wir jetzt nicht tief weiterverfolgen müssen, die aber interessant ist, wenn wir praktisch sagen, also ich könnte eigentlich diese Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis ein beliebiges Ereignis A könnte ich mir ja statt der Wahrscheinlichkeit von A generell immer nur die Wahrscheinlichkeit von A gegeben Stern H anschauen, beziehungsweise dasselbe für Elementareignisse machen. Dadurch bekommen wir tatsächlich wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also diese bedingten Wahrscheinlichkeiten, wenn ich die Bedingung festhalte, bieten wieder einen Wahrscheinlichkeitsraum, beziehungsweise eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über den gleichen Raum wie die ursprünglichen. Das heißt, hier kann ich tatsächlich das auch als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung behandeln und damit den direkten Vergleich machen. Aber die mathematischen Hintergründe davon, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht weiter. Stattdessen wollen wir unser Spiel weitermachen. Also wenn wir weitere Buchstaben kriegen, wenn wir etwas Glück haben, dann sind die Buchstaben so nah beieinander, dass ich jetzt 2 Buchstaben Kontext auswählen kann. Oder wenn wir recht hatten gerade, dann hätte ich jetzt natürlich hier T und H. Und dann würde es sich anbieten zu schauen, kann ich jetzt beide Buchstaben als Kontext nutzen, also was steht vor einem TH oder was steht typischerweise nach einem TH. Damit brauche ich wieder einen neuen Wahrscheinlichkeitsraum, jetzt einen Trigrammraum, da kann ich hier nicht mehr sagen, wie viel 26 hoch 3 genau ist, aber es wird so langsam viel. Und ich muss wieder erneut natürlich meine Unigramm-Wahrscheinlichkeiten einbinden, ich muss auch die Bigramm-Wahrscheinlichkeiten jetzt einbinden in den Trigramm-Raum, wenn ich innerhalb des einen Raums bleiben will. Das brauche ich natürlich, diese Einbettung, um dann bedingte Wahrscheinlichkeiten sinnvoll berechnen zu können. Denn mit Unigramm-Wahrscheinlichkeiten und Bigramm-Wahrscheinlichkeiten kann ich jetzt erstmal nicht direkt kombinieren. Also zum Beispiel das Bigramm-Ereignis für das Bigramm NG besteht jetzt natürlich aus allen 26 Trigrammen, die auf NG enden. Ein Unigramm-Ereignis wie I Stern Stern besteht aus 26 im Quadrat, also unseren 676 Trigramm. Da wird es jetzt schon ein bisschen unangenehm, sowas extensional zu definieren. Wie Sie hier nochmal sehen, sowas kann tatsächlich zu noch mehr Informationen liefern. Also mit dem TH wäre es jetzt, glaube ich, gar nicht so erfolgreich. Aber wenn Sie zum Beispiel ein NG haben, dann ist die Chance, dass davor ein I steht, für die Ing-Endung 79,9%. Also da können Sie sehr gut. Das Problem ist jetzt aber immer noch, ich muss also in jedem Schritt eigentlich doch noch zum größeren Wahrscheinlichkeitsraum und mir dann diese ganzen im Prinzip einfachen, aber doch sehr großen Ereignisse definieren. Das heißt, das extensional zu definieren, also durch Auflistung als alle Trigramme, das ist ineffizient und fehleranfällig. Deswegen brauchen wir da jetzt endlich eine bessere Lösung. Sie wissen sicher noch, wie man Mengen besser definieren kann als extensional, nämlich intentional. Also dass wir sagen, die Menge,
also das Ereignis war jetzt einfach eine Teilmenge des Wahrscheinlichkeitsraums. Diese Menge besteht aus folgenden Trigrammen, sondern sagen, die Menge besteht aus allen Trigrammen, die folgende Eigenschaften haben. Das haben wir ganz am Anfang im Wintersemester mal eingeführt, das extensionale und intentionale Mengendefinition. Genau das machen wir hier. Wir wollen uns aber dabei ein bisschen einschränken, also wir wollen es noch ein bisschen stärker formalisieren. Da haben wir eigentlich eine beliebige Bedingung zugelassen, die man irgendwie formulieren kann. Um hier ein klares Modell zu kriegen, schränken wir das ein. Die Bedingung muss über Eigenschaften dieser Trigramme formuliert werden, also mathematisch messbare Eigenschaften. Und solche Eigenschaften nennt man Zufallsvariablen. Das sind eigentlich Funktionen, die jedem Trigramm ein Messwert zuordnen, einen Eigenschaftswert zuordnen, eine Ausprägung der Eigenschaft, und die bezeichnet man als Zufallsvariablen. Dadurch kommt man, also eigentlich ist es, glaube ich, erstmal sehr seltsam, warum jetzt eine Funktion, die jedem Trigramm irgendeinen Wert zuweist, eine Zufallsvariable sein soll. Der Begriff kommt daher, dass man wieder an das Zufallsexperiment denkt. Also wenn ich jetzt das Experiment durchführe und irgendein Trigramm rauspicke, dann hat die Variable x, diese Funktion x, einen bestimmten Wert für dieses Trigramm. Wenn ich das jetzt aber nicht als Wert des Trigramms, sondern als Ergebnis des Zufallsexperiments sehe, dann hat die Variable x ja natürlich in jeder Durchführung wieder einen anderen Wert. Und so gesehen sind das Variablen, die ein zufälliges Ergebnis liefern. Mathematisch sind es aber wirklich einfach Funktionen, die eine Eigenschaft von dem Trigramm rausfinden. Weil es, glaube ich, sehr abstrakt ist und bestimmt viel klarer, wenn ich Ihnen die typischen Zufallsvariablen zeige, mit denen wir es zu tun haben. Für den Trigrammraum definieren wir nämlich üblicherweise drei Zufallsvariablen, die ich hier x0, x1 und x2 genannt habe, die uns einfach die drei Buchstaben des Trigramms auswählen. Also x0 von dem Trigramm liefert uns den ersten Buchstaben zurück, x1 den zweiten, x2 den dritten, und warum ich bei 0 anfange, können Sie als beginnende Python-Programmierer sicher denken, weil wir eben diese Indexierung wie in vielen Programmiersprachen verwenden. Mit diesen Variablen kann ich jetzt Bedingungen sehr leicht beschreiben, also zum Beispiel dieses Ereignis i-Stern-Stern. Alle Trigramme, bei denen an erster Stelle ein i steht, kann ich jetzt intentional definieren als die Menge aller, das ist ein Omega, ein kleines Omega, das ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie üblich, dass man die Elemente vom Zufallsraum als klein Omega mit der Variable klein Omega bezeichnet. Eigentlich würde man hier wahrscheinlich E, da das ja eigentlich Wörter sind, über dem Alphabet der Buchstaben, würde man eher ein W schreiben in formalen Sprachen. Also nicht erschrecken über das Omega, ich habe es hier der Konsistenz wegen verwendet. Also alle Trigramme Omega, die Eigenschaft haben, dass x0 von Omega, also das erste Zeichen, in I ist. Das bildet tatsächlich direkt ab in dieser Menge der 26 Buchstaben, sodass ich direkt dann als Wert ein Buchstaben bekomme. Das ist jetzt, wie Sie sehen, eine sehr schöne und kompakte Definition. So, und in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist es jetzt üblich, Ereignisse nur über solche Zufallsvariablen zu definieren. Und es ist oft dann so, dass man gar nicht mehr über den Wahrscheinlichkeitsraum spricht eigentlich, sondern nur noch über die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen und bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung von Zufallsvariablen. Aus diesem Grunde wird die volle Spezifikation hier auch noch abgekürzt, zu dem Kern der Bedingung, nämlich dass x0 den Wert i hat. Also sozusagen, dass x0 angewendet auf das Omega ist und Omega alle Elemente durchläuft, das ist selbstverständlich, das wird vorwort angenommen, und damit wird diese volle intentionale Mengendefinition definiert auf die sehr intuitive Kurzschreibweise x0 gleich i, was heißen soll, alle das Ereignis, das aus allen Elementareignissen besteht, bei denen die Variable x0 den Wert i hat, also bei denen der erste Buchstabe i ist. Wir lassen die Mengenklammern drumherum, um klarzumachen, dass hier die Mengendefinition gemeint ist. Das ist eine Notation, die in der Wahrscheinlichkeitstheorie sehr verbreitet ist. Die werden wir jetzt auch durchgehend anwenden. Also das ist auch was, was sich gut einprägen muss. Also so können in der Wahrscheinlichkeit, werden in der Wahrscheinlichkeitstheorie Ereignisse intentional definiert. Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an und ein paar Notationen. Es gibt eine ganze Menge abkürzende Notationen, die es einfach elegant macht, um übersichtlich, intuitiv mit den Zufallsvariablen zu arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit von so einem intentional definierten Ereignis, ich kann jetzt einfach so schreiben, das ist die Definition des Ereignisses und das ist die Wahrscheinlichkeit. Also ich könnte natürlich auch
also zum Beispiel, jetzt haben wir das Ereignis einfach irgendwie benennen, A oder I Stern Stern, also definiere A ist das Ereignis x0 gleich I und dann über die Wahrscheinlichkeit von A sprechen. Aber weil die Definition schon so kompakt ist, brauchen wir da keine Variablen einführen, sondern können direkt über das Ereignis sprechen. Das einzige Unschöne ist noch, dass ich dann doppelte Klammern kriege, nämlich in die Mengenklammer, die das Ereignis definiert, und dann noch die Klammer von der Wahrscheinlichkeit. Und deswegen ist es üblich, die Mengenklammer, wenn es eine direkte Wahrscheinlichkeit vom Ereignis berechnet wird und eine bedingte Wahrscheinlichkeit, in der es vorkommt, die Mengenklammer wegzulassen. Also wir sagen sozusagen, die Bedingung der Eigenschaft, dass x0 gleich i ist, die Wahrscheinlichkeit der Eigenschaft, dass x0 gleich i ist, das ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, das durch diese Eigenschaft definiert wird, ist ja auch naheliegend. Also das ist das, mit dem man eigentlich am meisten arbeiten wird in diesen Notationen. Ich habe ja gesagt, es ist streng, es wird streng darauf eingeschränkt, dass Ereignisse nur über Zufallsvariablen definiert werden dürfen. Mit denen darf man dann aber auch relativ beliebige mathematische Operationen ausführen. Also es muss nicht über sich Gleichheiten definiert sein. Wenn die Werte anders werden, können wir eine Ordnung haben, kann ich dann auch größer gleich oder kleiner gleich verwenden. Wir haben auch die Notation x0 ist Element einer Menge, das heißt x0, das ist der erste Buchstabe, muss ein Vokal sein, das könnte ich so ausdrücken. Also da ist relativ beliebiges erlaubt, solange sich das Ganze nur über die Werte von Zufallsvariablen definiert. Und natürlich muss ich dann, also der Grund, warum es interessant ist, warum das nützlich ist, ist, dass ich über die Zufallsvariablen festlege, welche Eigenschaften der Elementareignisse eigentlich interessant sind. Ich muss dann nicht mehr spezifisch über alle Zehntausende oder Millionen von Elementareignissen in dem großen Wahrscheinlichkeitsraum sprechen, sondern ich schaue nur noch die interessanten Aspekte an, die eben als Zufallsvariablen rausgezogen sind. Im Moment bei diesem Trigrammraum gibt es eigentlich nicht viel anderes Interessantes, der ist ja schon vollständig beschrieben durch die. Wenn ich jetzt Ereignisse, also etwas komplexer definierte Ereignisse bilden will, die Einschränkungen an mehrere Positionen stellen, dann kann ich das mit der bisherigen Notation auch dadurch erreichen, indem ich einfach die Schnittmenge von zwei Ereignissen bilde. Also das Ereignis, das an den ersten beiden Stellen n und g stehen, ist die Schnittmenge von das sind Stellen 2 und 3 n und g stehen, ist die Schnittmenge vom Ereignis zweite Buchstabe ist ein n und dritte Buchstabe ist ein g. Das ist auch wieder ein sehr gängiger Fall, deswegen wurde auch hier noch eine Abkürzung definiert, dass die beiden Bedingungen können in eine Mengenklammer geschrieben werden und werden dann einfach nur durch Komma getrennt. Also mathematisch korrekt wäre in dem Fall sogar die Zusammenfassung in eine Mengenklammer, die wäre durchaus mathematisch korrekt, denn die Schnittmenge ist ja einfach die Menge aller N-Gramme, also aller Elemente, die beide Bedingungen erfüllen. Also könnte ich eigentlich x1 gleich n logisch und x2 gleich e schreiben. Das wäre völlig äquivalent. Das heißt, das Komma da ist eigentlich eine Kurznotation für ein logisches und. Wir machen das eben so, weil es in der Wahrscheinlichkeitstheorie üblich ist. Wenn Sie da viele Bedingungen haben, wird es tatsächlich übersichtlicher. Und wenn Sie halt entsprechende Sachen lesen, wird immer hier das Komma und nicht ein logisches Und verwendet, obwohl man so darstellen könnte. Sie werden aber noch so viele von diesen Wahrscheinlichkeiten sehen. Und es geht ganz wie natürlich auch dann wieder in der Wahrscheinlichkeit, dass dann x, wenn man einfach eine Wahrscheinlichkeit von x1 gleich n, x2 gleich n. Gut. Ein Vorteil, hatte ich Ihnen jetzt noch nicht gesagt, den wir da durch die Abstraktion zu Zufallsvariablen gewinnen, die Definition, die ich Ihnen hier gezeigt habe, ist eigentlich die Definition von einem Unigrammereignis, mit der ich die Wahrscheinlichkeit von einem I berechnen kann. Hier auch ein Unigrammereignis, Wahrscheinlichkeit von einem Vokal. Hier ein Bigrammereignis, Wahrscheinlichkeit von Bigramm in G. Diese Definitionen hängen nicht mehr davon ab, was ich für einen Wahrscheinlichkeitsraum zugrunde liegen habe, ob das ein Bigramm oder Trigramm oder Viergramm oder Fünfgramm Raum ist. Sobald ich diese Zufallsvariablen korrekt definiert habe, sind die für beliebige zugrunde liegende Wahrscheinlichkeit, also beliebige N-Gramm-Räume gleichermaßen gültig. Das extensionale Ereignis, das ich hier kriege, also das ist dann eben nicht mehr I-Stern-Stern, sondern im I-Gramm-Raum, würde ich durch die Definition
einen I-Stern kriegen, im Trigrammraum I-Stern-Stern, im Viergrammraum I-Stern-Stern-Stern und so weiter. Also die Extensionale sind die Ereignisse unterschiedlich, aber intentional kann ich sie genau gleich definieren. Das ist halt der Hauptgrund von Supersvariablen eigentlich. Damit kann ich von dem spezifischen Raum, über den die berechnet werden, abstrahieren. Ich muss nur noch diese wissen, wie ich diese Eigenschaften bestimmen kann. Ich kann rein über die Eigenschaften sprechen. Und deswegen können wir jetzt im Folgenden von solchen Wahrscheinlichkeiten über die Zufallsvariablen sprechen, also Wahrscheinlichkeit, dass x0 ein g ist oder sowas, ohne festzulegen, was für einen N-Gramm-Raum wir brauchen. Wenn wir das dann implementieren, also Sie können sich vorstellen, Sie können sich zum Beispiel eine Python-Programmbibliothek schreiben, die der Sie so eine Formel angeben zur bedingte Wahrscheinlichkeit und die berechnet die bedingte Wahrscheinlichkeit, indem Sie sich einfach einen hinreichend großen N-Gramm-Raum beschafft, könnte ja schon mal verschiedene N-Gramm-Räume bereitgestellt haben, die Zufallsvariablen passend definiert und dann die Berechnung durchführt. Also Sie als Anwender der Wahrscheinlichkeit sozusagen brauchen dann nicht mehr wissen, wie groß der Wahrscheinlichkeitsraum ist. Das kann völlig versteckt werden. Deswegen können wir hier jetzt über solche Abhängigkeiten von Positionen, von Buchstaben an verschiedenen Positionen sprechen, ohne uns auf einen engeren Raum festzulegen. Das ist natürlich ein großer Gewinn an Eleganz. Und das Zweite, was wir machen können, wir können jetzt auch noch zusätzliche Zufallsvariablen definieren für linken Kontext. Also bisher hatten wir ja immer, x0 ist das erste im N-Gramm ja gewesen, haben wir definiert, das erste Zeichen des N-Gramms, x1 als das zweite. Also bei dem konkreten Trigramm ING hatte ich ja dann x0 für das I, x1 für das N und x2 für das I. Damit kann ich dann sehr naheliegenderweise über die Wahrscheinlichkeit von i gegeben in g sprechen. Wenn ich jetzt aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich sag mal die Lücke i und g habe, also die Wahrscheinlichkeit von dem Zeichen, das wahrscheinlichste Zeichen von der Lücke in der Mitte haben will, dann möchte ich gleichzeitig linken und rechten Kontext verwenden. Dann könnte ich jetzt hier natürlich Wahrscheinlichkeit von x1 gegeben, x0 und x2 berechnen. Aber ich kann es noch systematischer machen, indem ich einfach dann meine Variablen so definiere, dass x0 jetzt in der Mitte liegt, x-1 links und x1 rechts. Das heißt, ich kann x0 einfach immer dahin positionieren, sozusagen, wo das interessante Element ist, und dann linken Kontext für die vorhergehenden Zeichen und rechten Kontext für die folgenden Zeichen. Und mit diesen Variablen, wenn ich das so definiere, dann kann ich jetzt auch beliebig linken und rechten Kontext mischen in Bedingungen. Die Implementierung müsste dann halt schauen, okay, wie groß müssen die N-Gramme sein, wo muss ich meine zentrale Position x0 positionieren und dann entsprechend die Zufallsvariablen definieren und könnte dann alle diese Wahrscheinlichkeiten korrekt berechnen. Also wir gewinnen mit dieser Abstraktion, dass wir wirklich abstrakt eigentlich über diese Lücken sprechen können, hinter denen dann N-Gramm-Häufigkeiten, N-Gramm-Wahrscheinlichkeiten stehen. Wir müssen aber nicht mehr festlegen, wie genau die abgebildet werden. In den Übungen werden Sie dann im Laufe der nächsten Wochen sowas auch mit Python und NLTK machen. Da müssen Sie einen Teil der Arbeit eben noch selbst machen. Also so eine hohe Abstraktion wird da nicht bereitgestellt. Aber was Sie da machen werden, ist eigentlich genau sowas zu machen, dass Sie sozusagen festlegen, bestimmen müssen, erstens N-Gramme in einer bestimmten Größe, also sich schauen, welche N-Gramm-Größe brauchen Sie, und dann jedes auch N-Gramm aufteilen in die Zielposition und den relevanten Kontext. Und wenn Sie, mit der Aufteilung erhalten Sie dann die bedingten Wahrscheinlichkeiten. Also versuchen Sie das dann, wenn Sie das in den praktischen Übungen machen, auch immer auf dieses theoretische Modell genau zu beziehen. Es werden auch immer Fragen dazu dabei sein. Jetzt können wir aber endlich zu unserem ursprünglichen Aufgaben, also das Hangman-Spiel haben wir jetzt, glaube ich, abgehakt. Mit diesem, wenn Sie sozusagen eine Bibliothek hätten, können Sie jetzt ziemlich leicht, denke ich, ein Python-Programmchen schreiben, was Hangman recht optimal spielt. Zumindest in dieser Anfangsphase, wo Sie noch kein ganzes Wort raten können, wird es da ziemlich optimale Entscheidungen machen können. Das heißt, jetzt können wir uns zu der Anfangsaufgabe, dass der Computer meine Handschrift lesen lernen soll, zurückkommen, also solche Lücken zu füllen. Ein Ansatz wäre ja natürlich, ein Wörterbuch zu nehmen, darüber habe ich schon gesprochen, also das erfahrene Kreuzworträtsel, da würden Sie wahrscheinlich sofort sehen, weil Sie es eben im Wörterbuch im Kopf haben und alle englischen Wörter mit diesem Muster abgleichen können.
Auf dem Computer wäre das auch ziemlich trivial. Also Sie müssten eigentlich nur, wenn Sie ein Wörterbuch haben, müssen Sie nur das durchsuchen und schauen, auf welche Wörter passt genau dieses Muster Win, Leer, OB, auf welche Wörter passt das Muster B, Leer, CK. Was Ihnen in diesem lexikonbasierten Ansatz fehlen würde, der hat eigentlich zwei wichtige, drei Nachteile. Erstens brauchen Sie so ein Lexikon. Sie finden sicher online irgendwo eine englische Wortliste, umfangreich, aber ein richtig gutes Wörterbuch kriegen Sie nicht in elektronischer Form. Das heißt, Sie werden nicht alle Wörter abdecken können. Ein zweites Problem ist, dass natürlich in vielen Fällen mehrere Möglichkeiten sind. Also hier können Sie ja Back, Buck, was gibt es, gab es noch was? Ich glaube Back und Buck sind ja. Also wir haben da mehrere Möglichkeiten. Hier gibt es übrigens auch mehrere, es gibt noch Winnow. Ich glaube, das war alles. Also in sehr vielen Fällen wird es eigentlich mehrere Möglichkeiten geben. Ich glaube, hier sind uns die gar nicht eingefallen, weil Window ja so viel häufiger ist und wir stark mit Häufigkeiten arbeiten. Also eigentlich möchten wir auch Häufigkeitsinformationen haben. Das heißt, beim Lexikon bräuchten wir zusätzlich dann noch Häufigkeitszählungen für alle Wörter. Und das dritte Problem ist, wenn ich da jetzt irgendwelche Schreibfehler mache, orthografische Fehler oder dass eine automatische Handschriftenerkennung war, die zwar hier Lücken liefert, sich an anderer Stelle aber sicher waren, dabei einen Fehler gemacht hat. Also wenn zum Beispiel das W hier falsch als V erkannt wird, dann würde der lexikonbasierte Ansatz gar nichts mehr finden. Das ist also überhaupt nicht robust, das funktioniert für bekannte Wörter, aber sobald irgendwas drin ist oder ein Eigenname drin ist, ist er völlig aufgeschmissen. Also vielleicht hilft uns unser Hangman-Ansatz da doch mehr. Die Idee ist also jetzt nicht ein ganzes Wort abzugleichen, sondern einfach zu schauen, wenn wir uns ein oder zwei Buchstaben links und rechts davon anschauen. Also zum Beispiel in dem Wort kann ich ja sagen, okay, was habe ich typischerweise zwischen B und C oder zwischen B und CK, um das ganze Wort als Kontext zu nutzen. Oder hier, was habe ich typischerweise zwischen N und O oder besser im Kontext natürlich IN und OB. Man kann den Kontext möchte man natürlich möglichst groß machen, aber man wird dann aufhören, wenn man nichts mehr findet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier das V fälschlicherweise erkannt hätte, dann würde ich einfach mit V, I, N und O, W wahrscheinlich gar nichts finden. Das kommt einfach, die Lücke kommt, also dieses Muster kommt gar nicht vor. Könnte dann aber mit I, N und O, W wahrscheinlich das Window erkennen. Also das ist die Idee. Und das können wir jetzt ziemlich leicht mit bedingten Wahrscheinlichkeiten formulieren. Und natürlich ist dann das Kriterium wieder wie beim Hangman-Spielen. Wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, nehme ich den Buchstaben, der die höchste bedingte Wahrscheinlichkeit hat, weil ich damit meine Erfolgschancen maximiere. Das habe ich jetzt hier mal gemacht für die beiden Lücken. Der Übersichtlichkeit halber erstmal nur mit einem Wortkontext links und rechts. Also die Lücke hier. Wenn ich schaue, welche Buchstaben kommen typischerweise zwischen einem B und einem C vor, das formulieren wir in unserer wahrscheinlichkeitstheoretischen Notation so. Also nochmal ganz langsam, x0 ist die relevante Zielposition, also beim Lückenfüllen ist x0 immer die Lücke. Müsste nicht so sein, aber es ist eine sinnvolle Konvention. Dann ist nämlich x1, das ist der Buchstabe direkt rechts vor der Lücke, x2 der Buchstabe 2 rechts von der Lücke, x-1 ist der Buchstabe links direkt vor der Lücke, x-2, 2 vor der Lücke und so weiter. So. Und was jetzt hier steht, ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Die Bedingung ist x-1 gleich b, also links von der Lücke steht ein b. Hier ist meine Lücke. Das ist das x0. Links von der Lücke steht ein B. Das wird durch x-1, also Bedingung x-1 gleich B, stellt den Kontext her, dass links ein B steht. Mit der Bedingung x1 gleich C bekomme ich den Kontext, dass rechts davon C steht. Und damit habe ich mit den beiden Bedingungen tatsächlich die ganze Lücke beschrieben. Und was Sie jetzt genau machen, ist natürlich mehrere bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass x0 A ist, gegeben x-1 gleich B und x1 gleich C. Also ich verwende die Wahrscheinlichkeit von A, die Wahrscheinlichkeit von B, gegeben dasselbe, die Wahrscheinlichkeit von C. So haben wir es doch vorhin auch mit den Bigrammen
gemacht wird für das Hangman-Spiel. Also sie berechnen halt alle 26, die Wahrscheinlichkeit für alle 26 möglichen Lückenfüller und schauen dann, was ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Und das ist genau diese Kurznotation hier. Wenn ich nur die Zufallsvariable schreibe, dann meine ich damit, das ist eine Kurznotation dafür, dass eben die Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Ausprägungen der Zufallsvariable berechnet werden. Also in dem Fall eben alle 26 möglichen Werte von X. Der Wahrscheinlichkeitstheorie nennt man das die Verteilung der Zufallsvariablen, beziehungsweise also PR von X0 wäre die Verteilung. Die Wahrscheinlichkeit von X0 ist die Verteilung der Zufallsvariablen X, X0, der interessanten Position. Das sind genau unsere Unigramm-Wahrscheinlichkeiten. Also damit kriegen Sie einfach die Liste aller Buchstabenwahrscheinlichkeiten. Was wir hier berechnen, ist die bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung von X0 gegeben diese Kontextbedingungen. Also wie verteilt sich der Buchstabe in der Lücke zwischen B und C. Also das ist eigentlich auch wieder was ganz anderes. Was ich merken sollte am besten ist, nur die Variable heißt Wahrscheinlichkeiten für alle Werte berechnen. Hier habe ich die Wahrscheinlichkeiten aufgeschrieben, schon mal nach Wahrscheinlichkeit sortiert. Also zwischen B und C ist das Wahrscheinlichste in E, das zweitwahrscheinlichste in A, dann U, S, I und so weiter. Für die rechte Lücke analog, da ist die Bedingung eben, dass links ein N steht und rechts ein O. Und damit kriege ich für X0 die höchste Wahrscheinlichkeit von 31,4% für ein T, gefolgt von 9,5% für ein C, 9,4% für ein I, 9,2% für ein D und so weiter. Gut. Sie sehen jetzt vielleicht schon, dass die Verteilungen recht unterschiedlich aussehen. Wir hatten ja beim Hangman-Spiel uns auch schon überlegt, was ein sinnvolles Entscheidungskriterium ist. Also wir müssen jetzt entscheiden, welchen Buchstaben wir hier raten sollen oder nehmen sollen. Wir haben uns überlegt, das sinnvolle Entscheidungskriterium ist, die bedingte Wahrscheinlichkeit zu maximieren. Also habe ich hier eine Entscheidungsregel, nämlich ich nehme den wahrscheinlichsten Buchstaben. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass es ausgerechnet der falsche ist. Aber das korrekte D ist auch hier ziemlich weit unten in der Liste. Dass da ein T oder ein C vorgeschlagen, also Wintow oder Winkau vorgeschlagen wird, das mag erstmal sehr überraschen, weil das ja nicht mal englische Wörter sind. Aber das ist was man mit solchen kleinen Kontexten typischerweise kriegt. Der schaut sich unter allen Vorkommen, wo ich links, N und rechts O habe, wie häufig sind jetzt die verschiedenen Buchstaben, unabhängig davon, ob das jetzt in dem konkreten Wort vorkommen würde oder nicht. Ja, würde das überhaupt Sinn machen, ihn mit 31% das raten zu lassen, oder würde man nicht dann eigentlich einen größeren Kontext wählen? Eigentlich? In dem Fall würden wir auf jeden Fall den größeren Kontext natürlich nehmen. Also hier geht es natürlich erstmal nur ums Prinzip. Die Sache ist so, dass man in der Computerlinie bei den Anwendungen der Modelle dann aber tatsächlich sehr oft raten wird. Also es ist nicht so, dass man immer mit dem entsprechenden Kontext dann 90 oder 95% Erfolgswahrscheinlichkeit hat, sondern teilweise an manchen Stellen vielleicht auch mit 30% dann die Entscheidung trifft. Also meistens hat man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mehr Informationen zu bekommen, dann nimmt man trotzdem die wahrscheinlichste Lösung an dieser Stelle. Der Vorteil ist, dadurch, dass man systematisch diese Erfolgswahrscheinlichkeiten optimiert, kriegt man insgesamt meistens noch sehr gute Ergebnisse. Also da, wo die schlecht ist, da heißt es dann meistens eben auch, dass man nicht mehr mit diesen einfachen Ansätzen zumindest nicht mehr rausholt. Also Sie haben völlig recht, das ist eigentlich eine ziemlich schlechte Erfolgswahrscheinlichkeit und man sieht ja schon daran, dass es falsch ist, dass es schlecht war. Aber es ist doch eine Situation, wo zumindest nahe liegt, dass man die Entscheidung trifft, denn alle anderen Alternativen sind auf jeden Fall schlecht. Dass ich gezwungen bin, Entscheidungen zu treffen, dann ist klar, dass ich mich fürs T entscheiden muss, denn alles andere hat eine viel niedrigere Erfolgswahrscheinlichkeit. Hier links ist die Situation ein bisschen anders. Kann ich natürlich auch wieder sagen, ich nehme das Wahrscheinlichste, also ein E, aber eigentlich ist doch die Entscheidung zwischen E und A nicht ganz einfach, weil A auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat. Also erstmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass E richtig ist, schon mal deutlich höher, aber es ist nicht so klar, dass ich nicht ein A, dass nicht ein A sein kann. Also der Unterschied zu den anderen ist viel geringer. Also in dem Fall möchte ich vielleicht gar keine Entscheidung gleich treffen, sondern eher so eine Art Vorhersage machen, also ich nenne es hier versuche dazu zu unterscheiden zwischen Entscheidungsaufgabe und Decision Task
und eine Vorhersageaufgabe, wo es nur darum geht, die wahrscheinlicheren und unwahrscheinlicheren Lückenfüller zu bestimmen. Also hier könnte es so aussehen, dass man sagt, es wird entweder ein E oder ein A sein, alles andere ist sehr unwahrscheinlich, also schränke ich die Möglichkeiten ein auf E und A, ohne jetzt eine feste Entscheidung zu treffen. Das würde dann die Möglichkeit geben, dass irgendeine andere Komponente, zum Beispiel doch noch ein Wörterbuchabgleich, dann die Entscheidung treffen kann, nachdem ich hier erstmal so die Einschränkung getroffen habe. Gut, und wie Sie gesagt haben, in beiden Fällen würden wir falsch liegen und auch diese 50%, also hier ist das Problem, dass die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig liegt, die Erfolgswahrscheinlichkeit. Hier ist ganz klar das Problem, dass die Chance, dass es tatsächlich ein A ist, sehr hoch ist, die ist ja höher als die Chance für das T hier. Das heißt, das jetzt einfach auszuschließen wäre ungünstig. In den Fällen werden Sie auf jeden Fall mehr Kontext nehmen wollen. Das Problem ist, je mehr Kontext Sie nehmen, desto seltener kommen diese Kontexte in den Trainingsdaten vor. Und irgendwann finden Sie es gar nicht mehr und vorher passiert schon ein sogenanntes Data Sparseness-Problem, dass Ihre Wahrscheinlichkeitsschätzungen zuverlässig werden. Und das ist das, mit dem wir uns in den nächsten Wochen ausführlicher beschäftigen, also da lernen Sie das kennen. Also nur so, um es im Hinterkopf zu haben, sehr viel Kontext, sonst will ich einfach so viele Wörter wie möglich Kontext nehmen. Das geht nicht, weil ich dann zu wenig Informationen aus dem Trainingskorpus bekomme. Aber in dem Fall würden wir zum Beispiel für den rechten Kontext, indem wir jetzt einfach mal zwei Buchstaben links und rechts nehmen, viel klarere Entscheidungen kriegen, nämlich jetzt mit 98,2% Sicherheit das korrekte D. Also tatsächlich mit entsprechendem Kontext kann das Modell die richtige Entscheidung treffen und ist sich auch sehr sicher dabei. Ich habe jetzt hier ohne anderen Anhaltspunkt einfach mal symmetrischen Kontext genommen, zwei Zeichen links und zwei rechts. Sie könnten natürlich aber auch andere probieren. Vielleicht wäre es ja besser, drei Zeichen links zu nehmen, nur ein Zeichen rechts oder so. Also im Prinzip könnten Sie jetzt alle möglichen Kontexte durchprobieren und schauen, welche gibt Ihnen das klarste Ergebnis. Also dann denjenigen, der sozusagen diese bedingte Verteilung am spezifischsten macht. So. Gut, wenn man die Entscheidung treffen muss, wenn Sie jetzt so einen Lückenfüller mit den N-Gramm-Modellen implementieren, mit diesen N-Gramm-Wahrscheinlichkeiten, dann müssen Sie da eine wichtige Entscheidung treffen, nämlich wie groß Sie die Kontexte machen. Und wir wollen dabei natürlich die Genauigkeit des Lückenfüllermodells, dieses Algorithmus, optimieren. Also die Frage ist, wie genau funktioniert denn der Algorithmus? Nehmen wir wieder mal als Beispiel, dass ich wirklich mit diesen etwas simplen ein Wort, ein Zeichen links, ein Zeichen rechts Kontexten arbeite, wenn ich so das implementieren würde, wie viele Lücken werden dann korrekt gefüllt und wie viele nicht. Das ist das, was uns interessiert. Und das erlaubt uns nach zu entscheiden, können Sie selber mit zwei Zeichen Kontext probieren und dann gucken, wie viel werden dann korrekt gefüllt. Und dann können Sie es mit drei machen und irgendwann sehen Sie, auf einmal bricht das Ganze zusammen und er ist ganz schlecht, weil Sie dann nicht ein Data Sparseness Problem gekriegt haben. Dazu muss man sich erstmal definieren, was ist eigentlich man nennt das die Evaluation von Verfahren, also allgemein. Ein computerlinguistisches Verfahren muss evaluiert werden in der praktischen Anwendung, um festzustellen, wie gut es funktioniert. Dafür muss man ein Evaluationskriterium definieren. Also man kann natürlich draufschauen auf den Text und sagen, okay, der liest sich gut, aber wir wollen ein quantitatives Kriterium, um zu sagen, diese Variante des Algorithmus ist ein bisschen besser als die erste Variante und deswegen nehmen wir diese etwas bessere Variante. Deswegen brauchen wir immer ein klares quantitatives Maß. Für das Lückenfüllen, also wenn wir die harten Entscheidungen hier treffen beim Lückenfüllen, dann bietet sich ja einfach die sogenannte Genauigkeit oder Englisch Accuracy als Maß an. Also der Prozentsatz aller korrekt gefüllten Lücken unter den Lücken, die gefüllt werden insgesamt. Oder man kann sagen, das ist eigentlich ein Klassifikations- oder Entscheidungsproblem, die Anzahl der Prozentsatz der korrekten Entscheidungen. Das ist die Definition von Genauigkeitsmaß. Immer dann, wenn Sie Klassifikation machen, ist Genauigkeit ein recht sinnvolles Maß schon mal. So, das können wir jetzt ganz empirisch bestimmen, indem wir einfach unseren Lückentext nehmen. Sie können ja einen beliebigen Text nehmen, einfach zufällig Buchstaben löschen, um Lücken zu bilden und lassen dann mal den Algorithmus mit seinem Wahrscheinlichkeitsmodell, also den N-Gramm-Räumen aus dem Brown-Korpus, drüber laufen und zählen, wie oft der richtig lag.
Das ist ein bisschen lästig. Man muss oft so evaluieren, um wirklich klare Aussagen genau zu sehen, wie gut es im praktischen Einsatz ist. Aber es ist natürlich relativ aufwendig. Man muss es immer anwenden, braucht zusätzliche Testdaten. Man nennt es Testdaten, die Testtexte, auf denen getestet wird. Und Sie haben auch das Problem, wenn Sie dann relativ kurzen Text nehmen, ist natürlich eine gewisse Zufälligkeit dabei. Also die Qualität von dem Verfahren hängt doch ab, ob er jetzt viele Lücken kriegt, bei denen aus zwei Buchstabenkontext schlechte Entscheidungen zu treffen ist. In anderen Fällen, wenn ich jetzt da was mit dem H habe, dann kann ich ja das TH raten mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn ich jetzt zufälligerweise immer nur solche TH-Lücken kriege im Text, dann würde auf diesem Text, in diesem Test sehr gut abschneiden, im nächsten Test mit solchen Lücken dann vielleicht ziemlich schlecht wieder. Man müsste es eigentlich mehrfach machen und dann schauen, wie stark streuen die Ergebnisse und so weiter. Hier können wir es aber leichter machen, wenn wir davon ausgehen, also wenn wir jetzt mal vergessen, dass unsere Wahrscheinlichkeiten im Modell eigentlich nicht die wirklichen Wahrscheinlichkeiten der Sprache sind, sondern eben die Näherungswerte, die wir aus dem Brown-Korpus bestimmt haben. Wenn wir also davon ausgehen, unser Wahrscheinlichkeitsraum enthält die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten von allen n-Gramm in der Sprache, dann wissen wir eigentlich schon, wie gut das Ganze funktioniert. Das nämlich, denn unsere bedingten Wahrscheinlichkeiten waren ja genau die Erfolgswahrscheinlichkeiten. Das buchstabieren wir jetzt mal aus. Wie kann ich intern aus dem Modell vorhersagen, wie gut meine Genauigkeit sein wird? Gehen wir nochmal zu einer speziellen Lücke zurück. Also ich habe die Lücke zwischen N und O und fülle die anhand, treffe die Entscheidung, indem ich den wahrscheinlichsten Buchstaben nehme, das war das T, mit seinen 31,4% Wahrscheinlichkeit. So, was ist die Chance, dass ich richtig liege? Also, ja, ist ja klar, eigentlich die Chance, dass ich mit dem T richtig liege, ist die bedingte Wahrscheinlichkeit von dem T, also die 31,4%. Das heißt, diese bedingten Wahrscheinlichkeiten, die sind nicht nur das Entscheidungskriterium, was geführt wird, sondern zu gleichem Maß dafür, mit welcher Wahrscheinlichkeit man richtig liegt. Denken Sie wieder an Summers Experiment. Also was die Wahrscheinlichkeit eigentlich aussagt, ist, wenn ich mir ganz viele Lücken anschaue zwischen N und O, dann habe ich bei 31,4% von diesen Lücken T gefunden. Das hat eigentlich so gesehen gar nichts mehr mit Zufall zu tun. Das ist wirklich eine Aussage, wenn ich, also für jede einzelne Lücke ist natürlich Zufall, ob ich richtig bin oder nicht dann, aber wenn ich ganz viele Lücken fülle damit, dann werden bei 31,4% das T stehen. Also bin ich auch bei 31,4% richtig. Das heißt, das Modell sagt schon, macht selbst eine Vorhersage, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es richtig liegt, nämlich das Maximum über die bedingten Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Lückenfüller, dass ich als Entscheidungskriterium nehme, ist zugleich die Erfolgswahrscheinlichkeit. So. Das gilt jetzt eben natürlich nur für diese eine spezielle Lücke zwischen N und O oder diesen einen Lückentyp. Zwischen A und A oder zwischen S und H und was mir sonst oder I und G habe ich wieder ganz andere Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wenn ich die Gesamtqualität von dem Modell berechnen will, also was ist die gesamte Erfolgsquote, was ist die Gesamtgenauigkeit von dem Modell, dann muss ich natürlich über alle diese verschiedenen Arten von Lücken mitteln und ich darf auch nicht alle Lücken gleich behandeln, denn also eine Lücke zwischen Q und Q, die wird extrem selten vorkommen im Englischen. Ob er da richtig ist oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Hingegen die Lücke zwischen I und G, die ziemlich häufig vorkommt von dem Ing, dass er da sehr oft richtig liegt, das hat einen viel größeren Einfluss auf das Gesamtergebnis. Also was ich hier berechnet habe, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er richtig liegt, wenn ich mir viele Lücken zwischen N und O rausgreife zufällig. Hier berechne ich die Wahrscheinlichkeit, dass das Verfahren korrekte Entscheidung trifft, wenn ich beliebige Lücken zufällig rausgreife. Und wenn ich sozusagen diese Lücken im Text zufällig mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit für jede oder der Anteil jedes speziellen Lückentyps wie N und O einfach die Wahrscheinlichkeit von diesem Lückentyp. Das heißt, ich berechne ich mit, ne, diese Erfolgswahrscheinlichkeiten für spezifische Lücken, also A und B sind ja wieder Platzhalter, nicht die Buchstaben A und B, sondern Platzhalter für beliebige Buchstaben. Die Summe läuft also über alle möglichen Lückentypen, die relevant sind. Diese Erfolgswahrscheinlichkeiten, die werden jetzt gemittelt, aber gewichtet mit der Häufigkeit des jeweiligen Lückentyps.
weil sich diese Häufigkeiten letztlich zu 1 aufaddieren, ist das Ganze dann nämlich auch ist das Ganze dann gewichteter Mittelwert. Also deswegen habe ich hier tatsächlich eine Mittelwertbildung. Und das ist das sinnvolle Maß, wenn meine Wahrscheinlichkeiten tatsächlich der Sprache genau entsprechen, also mich vergelt, wenn ich jetzt ignoriere, dass sie nur aus dem endlichen Korpus geschätzt wurden, dann ist es genau die Accuracy des Modells. Also wenn ich ganz viele Lücken damit fülle, werde ich mit genau dieser Wahrscheinlichkeit oder genau dieser Anteil richtig sein. So, das habe ich jetzt nicht mehr in konkreten Zahlen durchgespielt. Glaube ich, ja, leider. Aber das, wenn Sie mal in den nächsten Wochen das alles in Python implementiert haben, können Sie mal überlegen, ob Sie sowas auch berechnen können. Wenn Sie mal die Wahrscheinlichkeiten hier alle haben, ist das Ganze nur noch eine ganz einfache Schleife. Also die harte Arbeit wird sein, die bedingten Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Und so können Sie jetzt für verschiedene Lücken, Typen, ein Wort, ein Buchstaben links, rechts, nur zwei links, nur zwei rechts, zwei links und rechts, die Accuracy vorhersagen, die Genauigkeit vorhersagen und sich dann und dann schauen, wie viel Kontext braucht man eigentlich, um gut Lücken zu füllen. Das finde ich auch eine ganz interessante Aussage über die Sprache. So. Jetzt hätten wir noch einen Punkt für heute, das passt dann auch genau in die Zeit. Dieses sehr einfache Maß funktioniert ja gut, wenn wir tatsächlich Entscheidungen treffen. Also dieses Accuracy, die Genauigkeit als Maß ist immer dann da, wenn ich eine harte Entscheidung treffe, mich für einen möglichen Lückenfüller entscheide und dann sagen kann, der ist richtig oder falsch. Wenn ich jetzt aber diesen Fall habe, wo ich eigentlich eine Vorhersage machen will und mich nicht hart entscheiden, dann ist das kein Kriterium mehr. Ich kann natürlich sagen, was ist, wenn ich sage, es muss entweder ein E oder A sein, dann kann ich sagen, er liegt richtig, wenn es eins von den beiden ist. Aber es ist dann auch wieder unfair, dann könnte ich natürlich auch sagen, wenn ich am besten, wenn ich immer sage, es ist einer von den 26 Buchstaben, dann liege ich immer richtig. Also ganz so kann das nicht funktionieren. Intuitiv ist es doch so, was wir eigentlich wissen wollen, ist, wie gut schränkt uns diese bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung die Möglichkeiten ein. Also wenn Sie jetzt nochmal vergleichen, also ich könnte auch hier, Sie haben ja gesagt, also eigentlich möchte ich mich bei 31,4% doch noch nicht festlegen, dann könnte ich sagen, eigentlich ist das hier auch eine Vorhersage, nämlich, dass es am wahrscheinlichsten T ist, dass auch C, I, D, F und vielleicht S in Frage kommen und dass die anderen aber zunehmend unwahrscheinlich werden. Also eigentlich möchte ich auch hier nicht nur sagen, ich schränke mich auf zwei Möglichkeiten ein, sondern die Vorhersage besteht auch darin, dass ich die verschiedenen Möglichkeiten mit ihren Wahrscheinlichkeiten angebe und einfach sage, die beiden sind sehr wahrscheinlich, die anderen sehr unwahrscheinlich, hier aber sagen, ich habe einen relativ wahrscheinlich ist, dann eine Gruppe von vier Alternativen, die so wahrscheinlich sind, dass wir es auf jeden Fall nicht ausschließen wollen. S ist was, was man auch noch nicht ganz ausschließen kann, aber nochmal deutlich weniger wahrscheinlich ist als die anderen und so weiter. Also ich möchte eigentlich ein Maß dafür haben, wenn ich die gesamte Wahrscheinlichkeitsverteilung anschaue, wie stark die Möglichkeiten einschränkt. Und dass eben nicht nur davon abhängen soll, ob ich mich auf 1 oder 2 beschränken will und wie viel Wahrscheinlichkeitsmasse die haben, sondern eigentlich irgendwie alle Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt. Und es ist klar, das haben wir, ich habe Ihnen vorher das Bild gezeigt, wie diese Richtung, das lohnt sich nochmal kurz zurückzugehen. So, das war ja unsere normale Verteilung. Und dann haben wir uns gesagt, wenn ich jetzt vor einem H schaue, dann habe ich eine ziemlich gute Vorhersage. Und die Vorhersagegenauigkeit sieht man doch anschaulich hier in diesem beiden Diagramm dadurch, dass sich die Wahrscheinlichkeitsmasse auf wenige Möglichkeiten konzentriert. Das heißt, was ich eigentlich messen möchte, ist, wie stark konzentriert sich die Wahrscheinlichkeitsmasse durch die Vorbedingungen, durch Kontextinformation auf wenige Möglichkeiten. Also wir ein Maß dafür, ob diese Verteilung hier sehr ungleichmäßig ist, sehr stark konzentriert, oder wie hier relativ gleichmäßig. Sprich, wenn wir diese Vorhersage, diesen Prediction Task auch quantitativ evaluieren wollen, dann brauchen wir ein Maß dafür, wie gleichmäßig eine Verteilung ist. Da hat jemand eine Idee, wie man das misst, so ganz spontan. Wahrscheinlich nicht. Also die ich Ihnen jetzt vorschlage, ist auch nicht das allerintuitivste. Die eine Intuition, die klar ist, wenn ich eine Gleichverteilung habe, wenn alle Buchstaben gleich wahrscheinlich sind, das ist das Schlechteste, was ich haben kann. Dann kann ich überhaupt keine Vorhersage machen. Und das Ideale wäre, das Ideal ist natürlich sowas wie hier, kriege mit dem Zweiwort, zwei Buchstaben links und rechts Fenster,
dass sich im Prinzip die Wahrscheinlichkeit fast komplett auf einen Buchstaben konzentriert. Also ich will jetzt ein Maß, das mir einen schlechten Wert bei einer Gleichverteilung liefert und einen sehr guten Wert, wenn es völlig konzentriert ist. Und statt uns da jetzt was zu überlegen, leihen wir uns einfach was aus, bedienen wir uns bei der Informationstheorie, die ein Maß namens Entropie einführt, auf Englisch Entropy, was genau die Gleichmäßigkeit der Verteilung beschreiben soll. Es gibt verschiedene Arten, wie man das jetzt herleiten kann, da wollen wir gar nicht tief reingehen. Ich versuche mal Ihnen eine, wie ich finde, die anschaulichste Definition von Entropie ein bisschen nahe zu bringen. Im Prinzip kann man sich das Entropiemaß vorstellen als eine Methode, Ereignisse zu komprimieren. Also wir haben verschiedene Ereignisse, beziehungsweise hier diese bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die Ereignisse wären also die möglichen Buchstaben, die da kommen können. Und man möchte jetzt dafür eine optimale Komprimierung haben. Also jedes Ereignis mit einem möglichst kurzen Code darstellen. Sowas kennt man vielleicht aus dem Morse-Alphabet. Beherrscht jemand, haben Sie zumindest, also SOS kennen die meisten Leute. Das ist ziemlich lang, ja, erstaunlicherweise. Das liegt daran, dass S und U relativ seltene Buchstaben sind im Englischen, also nicht zu den häufigsten gehören. Man hat dann nämlich auch sich überlegt, um eben möglichst schnell die übertragen zu können, hat man einfach häufigen Buchstaben kurze Codes gegeben und seltenen Buchstaben lange Codes. Denn die häufigen kommen ja auch oft vor, dann kann ich die schnell übertragen und dass ich dann vielleicht von seltenen Buchstaben drei oder noch mehr Töne brauche, um den zu übertragen, ist dann nicht mehr so schlimm, spielt keine so große Rolle mehr bei der sehr seltenen Formel. Also was ich jetzt für einen Code von Q oder von X habe, ist eigentlich ziemlich unerheblich, weil das so selten vorkommt. Solange das E und das A und das T gut sind, kriege ich trotzdem eine sehr kompakte Darstellung. So, und haben Sie schon mal von Huffman-Kodierung gehört? Zufällig in Informatik? Ist sowas, was man in Informatik einfach so lesen. Also das ist ein Algorithmus, der so eine optimale Kodierung findet. Der macht eine Kodierung als Bitsequenzen. Also der würde dann würde vielleicht E als ein 1-0 darstellen. Und dann was anderes als 1-1-0 oder 1-1-1. Muss noch gewisse Eigenschaften haben, damit es nachher wirkt. Und letztlich werden dann als Kodierung von so einer Sequenz von Zeichen nur diese Bitfolgen aneinander gehängt. Deswegen muss es dann auch so sein, dass man da erkennen kann, wo die nächste beginnt und so. Es steht gewisse Einschränkungen. Man versucht jetzt aber einfach im Prinzip häufigen Symbolen, häufigen Ereignissen kurze Bitsequenzen zuzuweisen und der Huffman-Algorithmus findet eine optimale Kodierung dafür, das ist bewiesen. Das theoretische Optimum ist genau dann erreicht, wenn die Bitlänge, also die Anzahl von Bits, die wir für die Kodierung brauchen, minus den Logarithmus 2 zur Basis 2 der Wahrscheinlichkeit des Symbols, der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses entspricht. Das heißt, für ein die Wahrscheinlichkeit von E ist 12,5%, das ist jetzt zufälligerweise ziemlich genau ein Achtel. Deswegen kennen Sie Ihre Logarithmen. Logarithmus zur Basis 2 von einem Achtel ist minus 3. Logarithmus ist ja der Umkehrung der Potenz. Umkehrung der Potenzierung. Das heißt, 2 hoch 0 gibt 1, also ist der Logarithmus von zur Basis 2 von 1, 0. 2 hoch 1 gibt 2, 2 hoch 2 gibt 4. Für 1/2 und 1/4 habe ich dann negative Exponenten, also 2 hoch minus 1 ist 1/2, 2 hoch minus 2 ist 1/4, 2 hoch minus 3 ist 1/8. Und deswegen ist der Logarithmus zur Basis 2 von 1/8 genau diese minus 3. Und damit wir keine negativen Zahlen hat, also generell, wenn Sie was zwischen 0 und 1 haben, die Wahrscheinlichkeit, dann ist der Logarithmus immer negativ. Deswegen redet man in der Wahrscheinlichkeits- und Informationstheorie immer von dem negativen Logarithmus. Das ist dann halt von 0 oder eine größere Zahl. Je größer dieser Wert des negativen Logarithmus ist,
Also je größer dieses Minus log 2 Wahrscheinlichkeit A ist, desto schneller, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit selbst. Also seltene Ereignisse haben einen großen negativen Logarithmus. Das sichere Ereignis, Wahrscheinlichkeit 1, hat Logarithmus von 1 ist immer 0, hat einen Logarithmus von 0. So, und man kann jetzt eben beweisen, die optimale Komprimierung erreichen wir, wenn die Bitsequenz genau diese Länge hat, also minus log 2 der Wahrscheinlichkeit. Das heißt, in unserer optimalen Kodierung würden wir E mit einer Sequenz von 3 Bits kodieren. Für einen Q-Byte würden wir dann wahrscheinlich 5, 6 oder sogar 8 Bits verwenden, weil wir da viel mehr erlauben. Tatsächlich lässt sich das nicht ganz umsetzen, denn die meisten sind ja, die meisten Werte, die wir berechnen, sind nicht genau ganzzahlig, sondern irgendwie 3,2 Bits oder 2,7 Bits. Und das können wir nicht so kodieren. Das heißt, das ist ein theoretisches Optimum, der tatsächliche Huffman-Algorithmus nähert sich so gut wie möglich dran an. Aber es liegt jetzt nahe zu sagen, dieses theoretische Optimum, das ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit und man könnte auch sagen, es ist ein Maß für die Überraschung. Also je mehr Bits ich da verwende, desto überraschender ist es, dieses Ereignis zu sehen. Also je seltener, desto überraschender. Und die Anzahl Bits ist doch irgendwie ein sinnvolles Maß. Sie können ja auch sagen, wenn das jetzt bei einem vom Datenstrom ist, ist die Anzahl Bits ja ein Maß dafür, wie viel Information durch dieses Zeichen-Symbol übertragen wird. Wenn ich nämlich nur 3 Bits brauche, steckt eben nur 3 Bit Information drin, weil ich sowieso erwarte, das häufig zu sehen. Es ist wenig Information, wenig überraschend. Wenn etwas sehr Überraschendes kommt, wie das Q oder X, das hat viel Information, weil ich eben in meiner optimalen Komprimierung 4 Bits drauf verwenden muss. Und weil ich sehr überrascht bin. Also das ist was man am besten jetzt einfach akzeptiert. Entropie als ein Maß für das Surprise, für dafür, wie überraschend ein Ereignis ist. Quantifiziert als der negative Logarithmus zur Basis 2 und interpretiert, Sie können es sich intuitiv eben als Anzahl Bits vorstellen. Und das bringt uns zur Definition der Entropie nach Zufallsvariablen. Entropie, also das ist ja, dieser Wert hier ist nicht die Entropie, das ist einfach die Überraschung oder die Anzahl Bits, die dem Ereignis zugewertet wird. Also für ein Ereignis kann ich nur so einen einzelnen Bitanzahl kriegen. Die Entropie soll jetzt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und Zufallsvariablen beschreiben. Und das bedeutet einfach, dass diese Bitzahlen, die Überraschung, die ich verschiedene Ergebnisse habe, gemittelt wird. Und hier natürlich auch wieder mit der Häufigkeit der Ereignisse. Also das heißt, wenn Sie sich überlegen, das ist die Anzahl Bits, die ich für den Wert, sagen wir, wenn wir jetzt mal wieder an Buchstaben denken, das ist die Anzahl Bits, die ich für den Buchstaben A, also Variable A, verwenden würde, wenn A gleich E ist, wäre es dann 3 Bits. Das hier ist die Häufigkeit, wie häufig der Buchstabe im Datenstrom vorkommt. Das heißt, was ich hier als Mittelwert, gewichteten Mittelwert berechne, ist die durchschnittliche Anzahl von Bits, die ich pro Buchstabe brauche mit diesem optimalen Komprimierungsverfahren. Und es ist ja klar, je stärker eingeschränkt das ist, wenn ich sehr sicher bin, dass immer nur ein E vorkommt, dann brauche ich wenig Bits im Schnitt. Je gleichmäßiger es verteilt ist, desto mehr Bits brauche ich. Also die Entropie, intuitiv können Sie sich wieder auch wieder so vorstellen, wie überraschend ist immer das nächste Zeichen im Datenstrom. Die Entropie ist 0, wenn es überhaupt nicht mehr überraschend ist, wenn ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit was vorhersagen kann. Die Entropie wird am größten sein, wenn die alle gleich wahrscheinlich sind. Das ist natürlich nicht, es gibt dann bestimmt die Obergrenze, dieser Wert. Man kann auch mathematisch nachweisen, dass tatsächlich die gleiche Verteilung bei der Zufallsvariablen den höchsten Entropiewert liefert. Intuitiv, glaube ich, ist es klar, weil wir dann eben überhaupt keine Vorhersagen machen können und eigentlich für jedes Zeichen eine maximale Bitanzahl brauchen. So. Man kann sich jetzt auf zwei Weisen, also Sie finden oft so ein Bild, das kann hilfreich sein. Das ist die Entropie von einer Zufallsvariable, die nur zwei Werte hat. Also das typische Modell in der Wahrscheinlichkeitstheorie sind immer Münzwürfe. Sie werfen also eine Münze, da kommt ein Kopf oder Zahl raus. Das sind die zwei möglichen Ausgänge. Was hier auf der X-Achse steht, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie Kopf bekommen. Und jetzt können Sie auch dafür eine Entropie berechnen. Also die Entropie. Ich mache jetzt mal nicht K und Z, sondern ist K und T für Heads und Tails. Also die Entropie
Ich nenne die Variable jetzt auch mal M für Münzwurf. Das ist die Formel hier angewendet, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Kopf werfe, also die Anzahl der Fälle durch Kopf kriege, mal wie überraschend es ist, dass ich Kopf kriege, also minus log 2, Wahrscheinlichkeit von Kopf, plus die Wahrscheinlichkeit, dass ich Tail kriege, also Zahl, mal minus log 2, die Wahrscheinlichkeit, also immer Wahrscheinlichkeit mal Überraschung. Das ist auch die Grundformel, die sich überall durch die Informationstheorie zieht. Wahrscheinlichkeit mal Überraschung gemessen. So, und jetzt kann man sich ausrechnen, wie groß ist die Entropie für eine, idealerweise wollen wir eine faire Münze haben, das sind beide gleich wahrscheinlich. Was kriege ich dann raus? Minus log 2 von 1/2 ist 1. Also habe ich hier 1/2 mal 1 plus 1/2 mal 1, das gibt mir eine Entropie von 1. Das ist der Wert hier bei einer fairen Münze. Wenn die Münze jetzt gezinkt ist und, sagen wir mal, 90% aller Fälle Kopf zeigt, dann bin ich hier auf der Kurve, dann können Sie hier ablesen, dass ich eine Entropie von 0,4 kriege, das versuchen wir jetzt nicht durchzurechnen, da war die Zahl natürlich unschön. Aber Sie können praktisch wie jede Wahrscheinlichkeit von Kopf, die von Zahl ist ja dann 1 minus die von Kopf, dann ist sie festgelegt, können Sie berechnen, wie groß die Entropie wäre und sehen eben, bei Gleichverteilung wird die Entropie maximal. Sie bleibt dann auch, wenn es halbwegs gleich verteilt ist, noch recht groß. Sie wird klein, sobald sich die Wahrscheinlichkeitsmasse sehr stark auf einen möglichen Ausgang konzentriert. Also wenn ich nur Kopf bekomme, dann wird die Entropie 0. Dann bin ich nämlich nie überrascht. Ich wäre unendlich überrascht, Zahl zu sehen, aber da es nie passiert, spielt es keine Rolle. Und letztlich kriege ich dann nämlich so 0 Bits vom Kopf. So, letzter Punkt. Wir schauen uns jetzt an, wie das in unserem konkreten Fall aussieht. Nämlich für Buchstabenverteilung. Also hier ist jetzt nicht mehr so leicht so intuitiv zu übersehen, deswegen berechnen wir einfach die Entropie. Hier oben sehen Sie die Entropie. Wenn also die Buchstaben im Englischen gleich häufig wären, dann bräuchte ich also ungefähr 5 Bit, um die darzustellen. Genau, damit können Sie 32 Werte darstellen. Genau bräuchten Sie 4,7 Bit pro Buchstabe. Man kann keinen abkürzen, damit habe ich die Gleichverteilungsentropie von 4,7 Bit. Das ist je nach, die Entropie hängt bei der Gleichverteilung davon ab, wie viele mögliche Werte Sie haben. Bei 2 war es eben 1, bei 26 Werten ist es 4,7 Bit. Tatsächlich sind die im Englischen aber nicht gleich verteilt, sondern wir wissen ja, E ist am wahrscheinlichsten und es gibt ein paar sehr unwahrscheinliche. Das reduziert die Entropie auf 4,17 Bit. Und Sie sehen, da gewinnt eigentlich nicht viel. Also die Tatsache, obwohl die Verteilung schon deutlich nicht gleich verteilt aussieht, ist die Entropie, die durchschnittliche Überraschung, nicht stark reduziert worden, weil es eben immer noch zu viele Möglichkeiten gibt, die eine recht hohe Wahrscheinlichkeit haben. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was uns unsere Lücken bringen. Die Lücke zwischen N und O, das war 33% für T. Und dann diese anderen Möglichkeiten, die alle so um die 10% Wahrscheinlichkeit haben. Obwohl ich hier eigentlich ein klares Entscheidungskriterium hätte, nämlich eine wahrscheinlichste Lösung mit einem deutlichen Abstand zum anderen, ist die Entropie noch sehr hoch bei 3,5 Bits. Das heißt, ich habe keine gute Vorhersage. Das zeigt auch, dass diese Lücke nicht sehr selektiv ist, wenig Informationen liefert. Viel mehr Informationen kriegen wir bei der Lücke zwischen B und C. Da habe ich nämlich im Wesentlichen noch die zwei Möglichkeiten übrig und das reduziert die Entropie hier auf 1,4 Bit. Wenn nur noch genau zwei übrig wären und die gleich wahrscheinlich wären, dann wäre ich bei 1 Bit. Dadurch, dass hier noch ein paar andere auch möglich sind, ist eben immer noch ein gutes Stück höher als die 1 Bit. Und jetzt können Sie auch beziffern, wie viel Information wir gewinnen. Der Informationsgewinn durch die Lücke ist nämlich die Differenz zwischen der Entropie ohne Kontext, also das ist jetzt ja für die Variable x0 ohne Kontext, und das ist die Entropie mit Kontext, also ich gewinne so 0,7 Bit Informationen im Kontext NO, aber beinahe 3 Bit, irgendwie 2,7 Bit oder sowas Informationen in den Kontext zwischen B und C. Also der ist wirklich sehr informativ. Und hier sind noch die Formeln, nachdem es berechnet hat. Also im Prinzip dasselbe Prinzip wie vorher. Was ich im Kontext berechne, ich eine Entropie einer bedingten Verteilung, also so eine bedingte Entropie. Das ist dieselbe Formel wie vorher. Das ist genau diese Formel wieder.
Nur habe ich jetzt in jeder Wahrscheinlichkeit noch die Bedingung dahinter geschrieben, dass links B und rechts C steht, also gar nichts Besonderes, machen wir nur ein bisschen schön lang. Deswegen sehen wir hier diese Beispiele, die wir gerade hatten. Und wenn ich jetzt wissen will, das ist jetzt für eine spezifische Lücke, wenn ich jetzt sagen will, ich mache den Algorithmus immer ein Zeichen links und rechts für alle Lücken, dann möchte ich die Qualität dieses Einzeichen links und rechts Kontextes eben wieder bei alle Lücken mitteln. Und das mache ich auch wie vorher. Ich berechne diese einzelnen Entropiewerte für jede spezielle Lücke, hier mit den Variablen B und C dargestellt, und gewichte die mit der Häufigkeit, mit der dieser Lückentyp vorkommt. Also vorhin hatten wir es ja mit der Genauigkeit, Wahrscheinlichkeit vom Lückentyp mal die Erfolgswahrscheinlichkeit in der Lücke. Hier ist einfach mal die bedingte Entropie zu diesem speziellen Lückentyp. Und damit kriegen wir, dass wir insgesamt eine Entropie von 2,2 Bits hätten, wenn wir immer nur ein Zeichen links und rechts machen. Und damit hätten Sie Ihr Maß, das dann auch sagt, wie viel es besser wird, wenn ich die Lücke größer mache. So, vielen Dank, damit sind wir am Ende. Nächste Woche dürfen Sie sich erholen und auf den Berg gehen. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, um dann weiterzumachen.